Freunde, der Grinch schlägt zu. Wir wollen Super Boo. Noch 7 Stunden. Let's go. Versuchen wir noch. Die letzten Versuche bei Nacht. Des Chefs bei Nacht. Oh ja. So lässt es gut schlafen. Let's go, Game. Okay. Jawohl. Freunde, genau das wird es sehen. Ein von den neuen Spielen. Super Boo und Gotex. Komm schon. Bitte, Game. Schau nicht. Bitte. Super Boo. Komm schon, Game. Super Boo. Super Boo, Super Boo, Super Boo, Super Boo. Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hoser hier? Und wie ihr es gesehen habt, hat es im Endeffekt leider für Super Boo nicht gereicht. Aber dafür haben wir den neuen Super Saiyan 3 Gotenks ziehen können. Dementsprechend werden wir heute in ein paar Online-Kämpfe springen, Freunde. Und den Boy quasi mal showcasen. So, das Team um ihn heraus, Freunde. Ich habe nicht so gute Hybrid-Saiyan-Charaktere. Deswegen habe ich so versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe mir eine kleine Thematik gewählt. Ich will den Gegner in Ohnmacht fallen lassen, Freunde. Sei es entweder mit den Schlagangriffen von den Buff-Trunks oder dann mit der Ultimate von Super Saiyan 3 Gotenks. Er ist vom Verteidigungstyp, Freunde. 3 Sterne habe ich ihn. Und Seelen geboostet habe ich ihn auf 498%. Genau, perfekt. Sein Artwork ist nice hier. Bam! Mit der Wolle rein damit. Ist schon cool aus, um echt zu sein. Jedenfalls. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen mit Gotenks, da sind wahrscheinlich viele geteilte Meinungen. Also, er hat ja eine Chance, den Gegner in Ohnmacht fallen zu lassen, bis zu 75%. Das hört sich erstmal viel an. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist, ich will nicht sagen balanced, aber ich finde das nicht so schlimm, weil das ist einmalig. Er kann das nämlich nur mit seiner Ultimate, mit seinem finalen Angriff besser gesagt, indem er, die musst du erstmal quasi ziehen durch die Main Ability und dann hängt das davon ab, wie viele Charaktere im Team noch oder ja doch im Team noch übrig sind. Bei einer Person sind das 10% Trefferchance, auf dass der Gegner in Ohnmacht fällt. Bei 2 Personen sind das 30% und wenn alle Mitglieder im Team quasi noch im Kampf sind, dann sind das bis zu 75%. Das ist schon gestört, kann ich verstehen, aber es ist halt wie gesagt mit dem finalen Angriff. Also es ist einmalig, das musst du auch mal treffen. Interessant ist auch hier sein Superangriff, finde ich. Da kannst du den Gegner betäuben, wenn du das triffst. Ich bin, also mit Gotenks zu spielen macht es Spaß. Ich habe nur einen Kampf gemacht zuvor, um ein bisschen warm zu werden, aber es hat Spaß gemacht, um echt zu sein. Und dann tust du quasi noch die Ki-Regeneration des Gegners senken, zudem ja, tut das auch mit der Super-Attack machen, mit seinem normalen Super-Attack. Ki des Gegners wird um 50 gesenkt. Außerhalb davon, Freunde, wie gesagt, mit der Main-Ability zieht man seinen finalen Angriff. Er ist so ein Verteidigungstyp, sehr interessant. Er hat quasi auch hier einen Deckungswechsel und darum, das musst du auf jeden Fall merken mit so Charakteren, die Deckungswechsel haben. Das macht nämlich was aus, wenn du die reinwechselst, dann bekommen die ja Damage Reduction über eine Zeit. Und dann hat er hier noch, wenn er das Kampffeld betritt, eines der folgenden Effekte werden getriggert. Könnt ihr euch gerne mal in Ruhe lesen. Und ja, nach Kampfbeginn hat er für 45 Sekunden zugefügt schon 30% ab. Interessanter Charakter wirklich, wie gesagt, Siehfähigkeit. Ja, ist beim drauf auf 3 Sterne. Heißt, er gibt für die fusionierten Kämpfer bis zu 16% Lebensenergie. Ab 5 Sterne kommt dann noch Halb-Sane hinzu, also Hybrid-Sane. Und es werden auf 18%. Mein Setup ist folgendermaßen, Freunde. Ich habe versucht, so das Beste draus zu machen. Wir haben natürlich hier Super Saiyan Saigon am Start. Sehr gute Karte. Also, ich werde mich drum bemühen, mal zu probieren, den Gegner so oft wie es geht in Ohnmacht fallen zu lassen. Sei es, wie gesagt, mit den Super Trunks, also Buff Trunks, oder dann an der Stelle mit dem neuen Gotenks. Das ist meine Ausrüstung, Freunde. Wir springen gleich in Online-Kämpfe rein. Ja, damit ihr das einfach mal gesehen habt. Vielleicht interessiert es die einen oder anderen. Wenn ihr andere Setups habt für Gotenks, könnt ihr mich das gerne wissen lassen, auf jeden Fall. Man kann ihn auch mit fusionierten Kämpfern spielen, sei es mit Gogeta. Aber ich wollte so quasi, ja, mal mit die Hybrid-Saiyans mal reingehen. Und aktuell bekommen wir hier dreifach Rangpunkte, Freunde. Dreifach Punkte gibt es durch das Ranken. Und letzte Season hat das Ranken ja nicht so gut funktioniert. Da gab es ja viele Probleme mit Disconnects, viele Probleme mit Cheaten und so und so fort. Diese Season gab es quasi eine Änderung. Und zwar ist es folgendermaßen: Wenn der Gegner ein Disconnect hat, dann wird ein Bot den Gegner übernehmen. Heißt, der Kampf wird fortlaufen und diesmal heißt, du bekommst die Punkte und der Kampf wird nicht abgebrochen, sodass auch du, auch wenn du nichts gemacht hast, eventuell einen Strike bekommen könntest. Deswegen sehr coole Änderung und ja, gucken wir mal, was jetzt abgeht. Okay, das ist unser Gegner. Also, guck mal das Ganze an. Okay, er fängt mit Goku an. Okay, ja, das hat man schon vorher gesehen, bin ich ehrlich. Nein, ich habe doch gewechselt zuerst. Okay, ja, ich habe, ja. By the way, Freunde, ihr dürft bei allem Respekt mir nicht böse sein, wenn ich ein wenig Käse erzähle, während ich spiele. Das ist ganz normal, man. Also, das ist halt, bei mir ist halt vor allem so, wenn ich einfach spiele so, dann
Es ist halt schwierig aufzunehmen und irgendwas Produktives zu sagen, bin ich ehrlich. Und wenn ich dann so ein Ranked-Game spiele, dann sage ich halt natürlich auch irgendeinen Käse, bin ich ehrlich. Obwohl ich weiß, woran es lag zum Beispiel. Also ihr dürft mir da nicht böse sein. Zum Beispiel, ich habe halt, mein Timing war quasi schlecht zuvor. Und was mache ich hier? Ich wollte eigentlich wechseln, genau, dankeschön. Mein Timing zuvor war schlecht, also es lag nicht am Spiel, es lag an mir. Aber das ist halt so, weil ich gerade rank und so, weil ich mich auf 5-4 Sachen konzentrieren muss, mal ab und zu in die Kamera zu gucken, mal hier das alles richtig zu machen. Da kann das schon so vorkommen, so wie es das meine, dass da halt, ja. Oh, okay, warte mal einen Moment. Okay, nice. Ja, ist halt schwierig. Ich weiß nicht, es ist schwierig aufzunehmen, um zu spielen und sich dabei zu konzentrieren. Deswegen, das meinte ich, seid mir da auf jeden Fall nicht böse, falls ich mal ein bisschen Mist erzähle. Okay, der macht mir das ein bisschen zu oft, um ehrlich zu sein. Was heißt, der macht mir ein bisschen zu oft? Es ist halt in meinen Gunsten, aber... Baut mir mal die Super Attack raus, weiß auch nicht, ob das reichen wird. Habe ich gut Damage mit Gohan aufgebaut? Ich weiß gar nicht. Aber bis jetzt läuft... Okay, nee, ich habe nicht so viel Damage aufgebaut, um ehrlich zu sein. Der hat kein Ding mehr zum Dodgen. Schaffe ich das, wenn ich so reingehe und dann... Ich glaube nicht. Verdammt. Was macht er? Ah, damn. Okay, 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 okay. Ich wollte... Ich will ihn in Ohnmacht... Ich will ihn in Ohnmacht sehen. Warte, warte, warte. Bitte, bitte. Lass mich... Nein, nein, nein. Okay, okay, der wechselt mich aus. Oh nein, jetzt habe ich meine Karte verloren. Ich habe meine Karte verloren. Ah. Achso, nee. Oh, ich bin ein Noob gerade. Das meinte ich damit. Ihr dürft dem legit nicht böse sein. Verdammt, ich habe jetzt ausgerechnet den Charakter verloren. Das meint nicht damit, Freunde. da dürft ihr mir nicht böse sein bei sowas, wenn ich da so einfach Mist erzähle, sag ich mal. Es ist halt schwierig, auf alles zu achten. So. Was gerade, ich wollte was machen, wollte ist, ich, nein, ich war mir nicht sicher. Ich habe auch Trunks gewechselt. Ich war mir nicht sicher, ob, okay, warte mal, was sind die? Ich war mir nicht sicher, ob... Ich hatte, glaube ich, keinen. Ich konnte nicht ausweichen. Er, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe gesehen, dass er mich angreift. Und ich habe halt einfach drauf gepokert, dass er vielleicht, verdammt, dass er vielleicht was macht, wo ich auf ihn stürmen kann. Na gut, ja. Okay, GG. Schade, Mann. Ich hätte den in Ohnmacht gesehen. Den, verdammt, ich habe nur noch einen Charakter. Sehe ich das gerade richtig? Mein Rising Rush? Ich habe nur noch einen Charakter. Woher? Wieso habe ich nur noch einen Charakter? The Comeback? Ne, niemals. Puh, schwierig, okay. Ah, verdammt. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich so schnell alle Charaktere verloren habe, um ehrlich zu sein. Ah, ne, was ich auch vorhin falsch gesagt habe, war, ich dachte, er wollte mich auswechseln mit Broly, aber das hat er im Endeffekt nicht. Boah, ist jetzt schwierig, echt. Ohne Dodge und sowas. Okay, ja, das habe ich ein bisschen nicht gut gespielt, um ehrlich zu sein, da bin ich ehrlich. Okay, GG, schade. Okay, schade. Ja, das habe ich nicht gut gespielt, um ehrlich zu sein. Egal, gehen wir mal in das nächste Spiel auf jeden Fall sofort. GG, Mates. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, alles klar. Jetzt sind wir im zweiten Kampf. Und zwar haben wir, oder beziehungsweise kämpfen gegen Goku Family Team, wie ich das richtig gesehen habe. Auch ein bisschen Rezane ist am Start. Okay, was geht jetzt? Okay, okay, Moment, Moment. Kommt mein Angriff durch, bitte? Nee, heute nicht. Okay. Oh Mann, was ist hier los jetzt? Ja, wow. Aber jetzt laggt es halt legit. Also, das laggt jetzt halt legit. Ich will, dass der in Ohnmacht fällt mit Trunks. Durch Trunks seine... Ja! Nein! Warte mal. Bitte? Ich versuch mal den mal rauszunehmen hier. Okay, warte mal. Oh mein Gott, ich merke schon. Was nimmt der? Ich merke schon wirklich. Manche Karten machen schon Unterschied, wenn man die halt. Mit denen man öfters gespielt hat.
Mit zum Beispiel mit Broly und so, den habe ich oft gespielt, da weiß ich auch legit wann, wo ich was machen muss. Aber ist nicht schlimm, ist eine Abwechslung auf jeden Fall. Ich will jetzt aber das mit Ohnmacht mal, habe ich eigentlich den? Habe ich gerade einen Dodge drauf? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, okay, der hat darauf gut spekuliert, um ehrlich zu sein. Scheiße, ich brauche noch. Es laggt, guck mal, ich tippe die ganze Zeit drauf. Das ist Müll. Das macht weder dir Spaß noch mir Spaß, mein Freund. Das kann ich dir garantieren. Ah, was ist das? Der er tanzt, ich tanze, wir alle tanzen. Mir egal, ich tanze jetzt richtig. Ah, okay, Leute, ich hatte keinen Dodge mehr. Das war vergessen. Guck mal, was ist das? Das ist jetzt aber. Guck mal, ich hab die ganz. Das ist jetzt halt legit. Guck mal, was ist hier los? Bitte, ey. Das ist jetzt. Da kann ich jetzt nichts für mich sagen. Ich weiß nicht mal, was hier abgeht. Legit keine Ahnung, was hier gerade abging. Egal, irgendwie haben wir. Oh mein Gott. Bitte? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein, weil. Naja, wir sind ja noch im Spiel, Gott sei Dank. Oh, wir waren im Spiel. Nein! Oh! Okay, was nimmt ihr? Was nimmt ihr? Was hängt ihr? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben danach auf jeden Fall noch einen Charakter. Also, wow, das wird interessant. 1v1 wird es dann. Oh, es wird echt interessant. Er hat noch seinen Dodge. Hat er. Okay. Gucken wir mal. Guck mal. Was? Bitte? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir nur noch die 10%ige Chance sehen, dass er in Ohnmacht fällt. Oh, der ist in Ohnmacht gefallen. Und das hat GG, guck mal. Schön aufladen. Aber guck mal, habt ihr das gesehen? Guck mal. Alter, wenn das jetzt nicht trifft. Okay, krass, der hat dann doch noch in Ohnmacht gefallen. Aber das ist das Gestörte. Aber das Game hat mir nicht gefallen, um ehrlich zu sein, weil das war ein bisschen laggy. Ich guck mal, dass ich noch einen Kampf hinbekomme, einen soliden Kampf, und dann wär's quasi für das Video. Aber es hat. Seht ihr, wenn das mit Ohnmacht dann halt. Wenn das zutrifft, dann ist halt. Das ist schon ein bisschen bitter, aber macht doch irgendwie Spaß für denjenigen, der das ausführt. Egal, gehen wir mal in den nächsten Kampf rein. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Bin gespannt. Jetzt will ich aber mal richtig drauf spielen, dass ich jetzt diese. Dass ich meine. Hallo, bist du da? Goku? Sind Sie da? Goku? Sind Sie zu Hause? Kakarot, sind Sie zu Hause? Jetzt nicht mal wirklich drauf gucken, dass ich den 75%, dass ich das hinbekomme mit dem 75%, dass er dort in Ohnmacht fallen kann. Oder mit Trunks hier. Komm mal, jetzt voll in Ohnmacht! Aber das geht mit den Schlagangriffen hier. Oh! Nein! Warte, direkt, wenn dann, jawohl, sehr schön, jetzt haben wir einen Deckungswechsel. Jetzt könnte ich es eigentlich machen, wenn ich den in die Combo reinbekomme. Okay, jetzt versuche ich es. Jetzt, okay, hat Virus reingewechselt. Oh, ich kann meine Mail-Ability nicht einsetzen. Klar, Virus. Aber. Wie laut! Sorry, oh mein Gott. Wie laut, ich heul gerade. Komm, kriegen wir das hin? Oder kann das dodgen? Guck mal, wenn er in Ohnmacht fällt. Oh mein Gott, Freunde, genau das sind die Ohnmacht-Plays. 75%, 10% hat. 10% ist er in Ohnmacht gefallen. Der hat's ge. Ah, warte, stopp. Ich depp. Ich glaube, Virus ist immun dagegen, oder? Blau! Aber guck mal, das ist auch geil. Der ist dann, betäubt quasi. Das ist auch nicht schlecht. Ey, krass. Okay, also das mit dem Superangriff von ihm, das kann man auch total nutzen. Das ist, hat er keinen Bock mit zu kämpfen oder was da los? Naja, ja, mitnehmen. Ich meine, wenn ich gewinne, dann habe ich halt gewonnen. Aber ich glaube, ja, Virus ist, glaube ich, immun gegen sowas für eine Zeit. Ah, das habe ich total vergessen. Siehst du, dass wenn man die Charaktere nicht spielt, dann weiß man nicht wirklich, was sie machen und so. Aber, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gotex macht verdammt nochmal Spaß. Der macht echt Spaß. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr zu spielen. Ey. Wenn er keinen Bock hat, wieso cutest du dann, ganz ehrlich? Wieso cute er dann, wenn er keinen Bock hat? Weißt du was? Wir datten dich dann hier mit Gohan. Ich baue ein bisschen Damage auf. Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dann dementsprechend gefallen. Ja, der hat halt am Ende keinen Bock mehr irgendwie. Was soll ich machen?
Aber ihr seht es schon, ja, Gegner fallen in Ohnmacht, dank Gotenks. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie steht ihr dazu mit dem Feint, dass der Gegner quasi in Ohnmacht fällt. Weil, ja, es ist halt RNG, sag ich mal, oder es kann schon was ausmachen, wenn es zutrifft, dann kann es schon nervig sein. Aber ich meine, speziell bei Super Saiyan 3 Gotenks finde ich, es ist schon ein wenig balanced, weil es ist nur einmalig. Und da musst du halt auch drauf spielen, darauf achten, dass du, dass wenn, dass die Chance höher ist, dass du gut viele Charaktere im Team hast. Oder wenn du es verkackst, dann hast du es verkackt. So, weißt du, was ich meine? Wenn der Gegner das dodgt, dann kannst du den nicht, dann hast du halt deine Ulti nicht ein zweites Mal für den Kampf. Jedenfalls, Freunde, so viel dazu, sogar dreifach Experience, das macht mir auf jeden Fall Fun. Dragon Ball Legends Kämpfe werden wir auch, machen wir auch in den Streams ab und zu, Freunde. Ich glaube, das Video seht ihr, nachdem wir es in der Woche gemacht haben. Heißt, gestern, sage ich einfach mal, haben wir Zuschauerkämpfe gemacht. Ich sag einfach mal, es hat auf jeden Fall Fun gemacht. Nee, also Spaß zur Seite, wenn ihr quasi auch Zuschauerkämpfe bockt auf sowas habt, in den Streams gerne. Der Streampart ist in der Beschreibung vorne. Ich streame auf Twitch. Dort heiße ich Ozer Twitch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.